Grüß euch, ich bin der Wilhelm Wolfgang, bin 17 Jahre alt. Ich bin jetzt im ersten Lehrjahr bei Krones AG in Rosenheim als Zerspannungsmechaniker. Am Anfang der Ausbildung ist die Grundausbildung in Metall. Da bauen wir den Unipack in der Lehrwerkstatt. Da lernt man schon das konventionelle Fräsen und Drehen. Und dann als nächstes kommt man in die Qualitätskontrolle. Da prüft man und misst man die Teile, wo man an die Fräsen fertigt. Und dann darf man schon an die großen CNC-Fräsen rein. Und nach 3,5 Jahren ist dann die Ausbildung fertig. Nach der 3,5-jährigen Ausbildung kommt man in die Fertigung. Und da gibt es viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann man einen Meister machen, einen Techniker oder einen Betriebswirt. Also bis jetzt gefällt mir an der Ausbildung am besten die 5-Achs-Fräsmaschine, weil da, wenn sie dann die ganzen Achsen dran und alles sich bewegt, fahren wir mit dem Messerkopf rein und dann fliegen die Spandl gerade, was lustig ist. Und ja, wenn man dann ein Problem hat, zum Beispiel mit dem CNC-Programm, dann kann man einfach problemlos Kollegen fragen und die helfen einem dann und sind alle netter draußen.